Also, was ist ein Nerd für dich? Nenne eine typische Charaktereigenschaft. Ein Nerd. Der ist auf jeden Fall sehr leicht und sehr stark fasziniert von gewissen Themen. Einsam, macht die Nächte durch, sitzt viel vom Computer. Ein Nerd ist einer, der sich für sein Themengebiet unglaublich interessiert und dann auch sehr zu Teilnissen geht und dann auch meistens alles besser weiß als alle anderen auf diesem Gebiet. Ein Nerd ist auf jeden Fall jemand, der super schlau ist und der sich vor allem für irgendein Randgebiet oder irgendwas begeistern kann, für das ich mich vielleicht nicht unbedingt oder der Durchschnittsmensch sich nicht begeistern kann. Ich würde sagen, ein Nerd ist sehr intelligent. Ein Nerd ist ein Experte auf irgendeinem Gebiet mit verminderten sozialen Kompetenzen. Der macht die Nacht zum Tag. Also ein Nerd schläft eigentlich tags und ist nachts wach. Ich würde sagen Technikbesessenheit generell oder die Besessenheit auf ein bestimmtes Aufgabengebiet, dass man sich einer Sache ewig lang annimmt. Nerd ist für mich jemand, sagen wir mal, mit ungepflegtem Äußeren, langen Haaren, bisschen freaky. Nerd für mich ist jemand, der sich speziell für was interessiert, Naturwissenschaften oder Technik, würde ich jetzt mal sagen. Kann auch Computer sein oder so Science Fiction in die Richtung. Und eine typische Charaktereigenschaft würde ich sagen, jemand, der sozial, also nicht so aktiv ist, virtuell vielleicht. Der Nerd ist eine Lebenshaltung. Es ist eine Kunstform, in der der zugegebene Nerd sich dazu entschieden hat, ein Autist zu sein. Autist in dem Sinne, indem er sich in kleinste Details von fiktionalen Texten sich einarbeitet, sich einvernimmt in hermeneutischer Art und sich fast zur Obsession sich reinsteigert. Wir haben viele historische Beispiele von diesem Nerd-Typus. Das geht bis in die Antike zurück. Ein sehr bekanntes Beispiel sind die Klöstermönche, die fast jeden Bibelzitat zerstückelt haben und dann so umgedreht haben, dass sie eine mathematische Harmonie ergeben. Ich kann da typische Beispiele geben. Aber was ein typisches Merkmal eines Nerds ist, er ist kein Hipster. Also eine typische Charaktereigenschaft von einem Nerd ist für mich, dass er sehr zielstrebig und ehrgeizig ist und immer am Büffeln ist, irgendwie quasi immer die Nase im Buch hat. Okay, das ist halt auf jeden Fall jemand, der wohl ganz versessen ist, irgendwas Bestimmtes zu tun. Ich denke, ein Nerd ist jemand, der sehr, sehr intelligent ist und immer sich beschäftigt mit technischen Sachen. Eine ganz intensive Vorliebe für ein spezielles Interessengebiet oder eine Fachrichtung. Nenne mindestens einen bekannten Nerd. Gut real wäre Steve Jobs. Steve Jobs. Nerds kenne ich allgemein nicht, die sind so menschenscheu. Aber ich könnte Nerd-Typs nennen, so wie Computer-Nerds oder Geschichts-Nerds oder andere Themengebiete-Nerds. Sheldon Cooper. Ja. Ein berühmter Nerd, Albert Einstein, würde mir einfallen. Steve Jobs oder Milhouse aus den Simpsons? Gibt es überhaupt bekannte Nerds? Ein Nerd ist ja eigentlich niemand, der irgendwo sein will, oder? Also ich meine, Nerd scheut, glaube ich, die Öffentlichkeit und hängt am liebsten vor seinem Computer daheim, nachts, so irgendwie. Da fällt mir jetzt Bill Gates ein, der auch früher aussah wie ein Nerd, heute leider nicht mehr, aber das ist, glaube ich, so der Obernerd. So spontan fällt mir jetzt Bill Gates ein. Also da fällt mir Pharrell Williams ein, der war ja auch mal in der Gruppe, die Nerd hieß. Einstein, Bill Gates, würde mir spontan einfallen. Steve Urkel. Wie viele Nerds kennst du persönlich? In der Definition, dass die Leute wirklich stark fixiert sind auf ein gewisses Thema. Einige. Das Dutzend auf jeden Fall voll. Ja? Ja, ich denke schon. Vielleicht eine Handvoll? Eine Handvoll, ja. Okay. Null. Ja, wenn man die aus der Schule noch dazu nimmt, dann sind es mindestens vier.
Anderthalb. Zwei, drei. Also an der Uni gibt es ja einige, die kennt man natürlich nicht persönlich, die sieht man dann aber doch vorbeilaufen. Ja, persönlich kenne ich glaube gar keinen. Ach, wissen Sie, die Nerdkultur kommt eigentlich aus Amerika und deswegen ist sie eigentlich in Deutschland nicht so stark vertreten. Man hat eher Hipsters, das sind eigentlich Realos, die vorgeben, die wären Nerds, aber die sind eigentlich nur Chef und Wolfspilze, also das sind eigentlich total einfache Leute, die nur so denken, die wären alternativ. Also ich kann nicht sagen, dass wie viele Nerds wir eigentlich in Deutschland haben oder überhaupt hier in Karlsruhe. Deswegen kann ich es leider nicht beantworten. Persönlich wenige, aber die ganzen Kommilitonen am KIT, die irgendwas mit Technik und Technologie zu tun haben, würde ich sagen. Und sonst persönlich vielleicht zwei, drei. Mindestens zwei, weil ich mit zwei Informatikern zusammen wohne. Der beste Freund eines Nerds ist? Sein Internetzugang. Laptop. Wikipedia meistens. Ein sozialer Mensch. Der Computer und sein Pizzabote. Auch ein Nerd? Online, vielleicht online. Sein Computer. Sein PC. Die Wissenschaft. Ein Nicht-Nerd vermutlich. Ein Buch. Nenne ein typisches Nerd-Accessoire. Gut, Klischee wäre natürlich die Hornbrille, aber ich kann mir auch gut vorstellen, sein Smartphone. iPhone. Immer ein Utensil seines Fachs. Also wenn es ein Computer-Nerd ist, wird er seinen Computer dabei haben. Wenn es ein Geschichtsnerd ist, ein Stapel Bücher. Oder, naja, das kann man weiterdenken. Ich würde ja sagen, Nerd haben keine Accessoires, weil sie gar keinen Sinn für Mode haben. Ja. Die haben einfach generell ein ja, komische Outfits. Ja. Eine Brille. Die Brille und eine Korthose. Clip Martin. Ich würde sagen, ein Star Wars T-Shirt. Brille. So eine schwarze Hornbrille. Also wie gesagt, die Nerd-Kultur kommt aus der USA und da ist es eigentlich immer diese Brille, dieser Bill Gates weiße T-Shirt, also ansonsten nicht viel. Die Hornbrille. Hosenträger. Wie viel Nerd auf einer Skala von 1 bis 10 steckt in dir selbst? Ich glaube ziemlich viel. Also, ja, so 6, 7 könnte ich mir schon gut vorstellen. Woran machst du das fest? Meiner unglaublichen Fixierung auf solche Themen, was eben Herr René Game of Thrones, die ganzen Serien, Bücher, Spiele. 1. Warum nur 1? Weil ich sehr wenige Computer auskenne. Ich definiere 10, aber irgendwo über 7 wird es liegen. Warum? Weil ich durchaus in Geschichte und Computer mich furchtbar gerne Details verliere und dann meistens sehr schräge Blicke ernte, wenn ich mit Andersfachstudierenden unterwegs bin. Ich würde schon sagen, so 3 oder 4, einfach weil ich glaube, dass es schon Sachen gibt, die mich jetzt interessieren, wo andere gar nichts mit anfangen können. Also zum Beispiel, das muss jetzt auch nichts Technisches sein, aber ich kann mich auch für Linguistik und Logik begeistern, was mit Sprache zu tun hat, aber auch nicht wirklich technikfrei ist. Deshalb würde ich schon sagen, dass ein bisschen Nerd in mir steckt. 20% vielleicht. Und warum 20%? Woran machst du das fest? An meinem Studienfach. Mechatronik. Maximal 2. Warum? Weil ich, wenn ich... Warum? Okay. Weil ich, wenn ich mich für ein Gebiet begeistere, dann kann ich da auch ziemlich viel Energie und Zeit reinstecken und mich auch gerne von allem anderen abschotten. 3? Wieso 3? Vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger, ich weiß nicht.
Woran machst du das? Ich trinke auch gerne Club Mate. Ich würde mir höchstens alle zwei geben. Warum? Speziell auf die Technik bezogen, da habe ich nämlich überhaupt gar keine Ahnung. Und generell, ich hänge mich jetzt auch, also natürlich, wenn mir was Spaß macht, dann fokussiere ich mich da drauf, aber jetzt nicht so, dass ich dann gar nichts anderes mehr machen kann. Gut, ich vermute mal vielleicht sogar mehr als mir lieb ist, vielleicht eine 4 bis 5. Wieso 4 bis 5? Was sind so da deine Richtwerte? Ich kann mich schon auch teilweise irgendwie sehr mit speziellen Sachen beschäftigen, die andere jetzt nicht unbedingt verstehen oder nicht nachvollziehen können. Und das würde ich auch, ja. Ich würde sagen, vielleicht 2. Bekommst du auch 2? Ja, weil ich doch auch so ein bisschen naturwissenschaftaffin bin. Also ich interessiere mich für das eine oder andere speziell. Ja. Ich würde sagen, in jedem steckt so ein bisschen Nerd. Trotz vieler intro-perspektivischer Betrachtung meinerseits habe ich mich eigentlich nie als Nerd betrachtet, aber viele bezeichnen mich als Nerd, deswegen muss ich das in der Interpretation mit einfließen lassen. Ich glaube, nee, machen wir eine 7. 7. Ich mag die 7. 3,5. Und warum? Warum nicht mehr? Warum nicht weniger? Weil ich jetzt nicht so der typische strebsame Nerd-Typ bin, der immer nur am Büffeln ist, wie ich es mir jetzt vorstelle bei einem Nerd. Und trotzdem steckt, glaube ich, in jedem so ein bisschen Nerd drin. 3. Und warum 3? Warum machst du es fest? Ich mag keine technische Sachen. Ich finde es einfach ganz normal, so Mainstream. 40-50%. Woran machst du das fest? An auch spezifischen Vorlieben, für die ich mich dann sehr stark interessiere und dir nachgehe. Nenne ein typisches Nerd-Motto oder Statement. Der Winter naht. Ich liebe meinen Computer mehr wie meine Freunde. Ich glaube, das Bekannteste ist wahrscheinlich Have you tried turning it on and off again? Sowas wie Möge die Macht mit dir sein oder Bazinga. Solche Sachen vielleicht, ja. Ich weiß alles besser. Nein, Mama, ich brauche keine Freundin. Erstmal eine Mate. Nein, ich repariere nicht deinen Computer. Zeig mal her, lass mich mal. Das machen wir schon, kriegen wir hin, ist nicht so schwierig. Ich glaube. Nerd, dadurch, dass er so abhängig ist von Medien, würde ich sagen, vielleicht Hauptsache WLAN oder sowas in der Richtung. Von Stanley, Excelsior. Der Fehler liegt im Detail. Alles für die Wissenschaft. Es gibt 10 Sorten Menschen, die mir erzählen können, wie nicht. Never touch a running system.